Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mit diesem Wochenspruch aus Jesaja im 60. Kapitel sage ich ein herzliches Willkommen in der Dorfkirche Bornstedt. Heute sonnendurchflutet, wie passend am letzten Sonntag nach Epiphanias. Die Weihnachtszeit, der Weihnachtsfestkreis mit Advent, Weihnachten und Epiphanias geht heute zu Ende. Aber noch einmal hören wir auf Lichtworte und das Licht spielt auch in der Predigt und bei den Liedern eine Rolle. Also lasst euch erleuchten durch Gottes Herrlichkeit und durch seine Freundlichkeit. Thank you.
Es steht bei Matthäus im 17. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Lob sei dir, o Christe.
anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Liebe Gemeinde, am Ende seines Lebens schaut ein Briefeschreiber zurück und entdeckt, wie ihn im Leben Bilder getragen haben. Bilder, die in schwierigen Lebenssituationen Glauben begründeten. Als es in seinem Herzen und um ihn herum dunkel und gefährlich war, entfalteten diese Bilder ihre Kraft. Er sagt, ich war dabei. Ich war mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Ich habe das Licht dort oben gesehen. Ich habe gespürt, hier ist es gut. Hier sollten wir bleiben. Hier können wir Hütten bauen. Ein Dorf, eine Stadt. Hier geht es uns gut. So berichtet der Briefautor von seinem Glauben. Er leiht sich sozusagen die Autorität des Petrus, um seinen Worten Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Er will anstecken. In ihm ist es hell. Er sagt, ich habe schon etwas gesehen von dem, was andere erst mit der Auferstehung von den Toten entdecken werden. Er schreibt uns, findet doch auch ihr anderen den Glauben, der in schweren Zeiten trägt. Für ihn ist Verklärung mehr als eine wundersame Lichterscheinung bei einem Bergausflug. Die helle Wolke ist ein äußerliches Zeichen für den Anfang. Ich habe auch etwas gehört, sagt er. Die Gottesstimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn. Der Briefautor sagt, seitdem sehe ich alles in einem anderen Licht. Euch soll es auch so gehen. Liebe Gemeinde, heute stelle ich ein neues Parlament vor. Ein neuer Schmuck hier an der Kanzel. Von nun an wird es zu den Christusfesten, Ostern, Himmelfahrt, Trinitatis, Weihnachten, Epiphanias und auch am letzten Sonntag nach Epiphanias unsere Kanzel schmücken und hier angebracht werden. Hergestellt wurde es in der Paramentenwerkstatt der St. Veltheim Stiftung in Helmstedt. Das ist die Paramentenwerkstatt, aus der wir schon vor vielen Jahrzehnten einmal Paramente hier in Bornstedt bekommen haben, vor 140 Jahren. Unser neues weißes Parament zeigt das aufgehende Licht über dem geteilten Meer. Diese Darstellung hat uns angesprochen. Bei dem geteilten Meer denke ich an alle Gefahr in der Gefangenschaft des Volkes Israel in Ägypten. Schwer schuften mussten sie. Bittere Tränen flossen. Ich denke auch an die modernen Formen der Sklaverei. Kindersoldaten im Kongo. Landraub und Brandrodung im brasilianischen Urwald für eine Soja-Monokultur. Oder schlechte Bezahlung und Rechtlosigkeit von Arbeitsmigranten in arabischen Staaten. In den Wellen des geteilten Meeres stecken auch die Ängste, die sich seit einem Jahr um Menschen in unserer Gesellschaft wie Mauern aufbauten. Viele Menschen starben, viele haben ihren Job, ihr Geschäft, ihre Hoffnung verloren. Viele meinen sogar, die Schuldigen und die Zusammenhänge von Krise und Krisenherd ausgemacht zu haben. Sie wurden scharf in ihrem Urteil und ablehnend, was beschwichtigende Töne betraf. Der Schreiber des zweiten Petrusbriefes legt ab von dem, was er gesehen und gehört hat. Er sagt, das hat mir immer geholfen. Ich habe den Morgenstern am Ende der Nacht gesehen. Das hat mich stark gemacht.
im Glauben und Verstehen. Alle Dunkelheit war vorbei. Wie ist das bei euch? Welche Bilder spenden euch Kraft? Welche Worte geben Halt? Für manche können es innere Bilder sein. Andere stellen sich Fotos von den Lieben hin, von schönen Momenten oder Postkarten vom Urlaubsort, weil wir im Moment nicht reisen können. Oder sie versenden Kunstpostkarten, weil sie Licht und Eleganz ins Dunkel bringen. Auf unserem Parlament hier ist ein goldenes Kreuz zu sehen, das wie ein Hoffnungsstern über dem geteilten Meer erscheint. Wie gut, wir haben mehr als ein Wort. Wir haben einen Gott, der sich in Jesus Christus zu den Menschen gestellt hat. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir tun gut daran, auf diesen Hoffnungsstern zu schauen, der unsere Nächte durchleuchten kann. In meiner Kindheit war ich fasziniert von der kleinen blauen Flamme in der Gastherme. Sie hält sich bereit für den entscheidenden Moment. Das kleine Licht ist immer da, um im entscheidenden Moment groß zu werden, zu einer riesig großen Flamme. Liebe Gemeinde, es ist wichtig, Bilder in sich zu tragen, die im entscheidenden Moment groß werden können. Gott ist mehr als eine schwer beschreibbare Kraft. Gott ist in die Welt gekommen, ist geworden wie einer von uns. Dadurch haben wir gesehen, wie Gott uns liebt. Ich entdecke auf unserem Parlament in den Wellen des Meeres, mitten im Strudel, einige fast rote Wellen. Der Liebesfaden Gottes ist längst ausgelegt, mitten in den Strudel des Lebens hinein. Gott traut uns zu, dass wir den roten Faden seiner Liebe ergreifen und im Meer der Ängste und Gefahren glauben, lieben und hoffen. Dabei können wir die Gottesstimme hören: Das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir wollen Fürbitte halten und sprechen zwischen den einzelnen Abschnitten des Fürbittgebetes gemeinsam: Herr, erbarme dich. Christus ist das Licht der Welt. Sein Licht macht die Schönheit der Schöpfung leuchtender. Lasst uns in seinem Licht Gott danken für alles, was wir sind und haben, für alle gelingende Gemeinschaft, für die Menschen, die uns anvertraut sind, für die Lasten, die uns aufgelegt werden, für sein bewegendes und erlösendes Wort. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Das Licht Christi macht das Leid der Welt offenbarer. Lasst uns in seinem Licht Gott bitten, für die Menschen in Armut, für die Heimatlosen und Flüchtlinge, für die Verzweifelten und Gedemütigten, für die Menschen in den Pflegeheimen und auf den Intensivstationen, für die Trauernden, für die geschundene Schöpfung. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Das Licht Christi macht unsere Unvollkommenheit sichtbarer. Lasst uns in seinem Licht Gott bitten, um Weisheit für die Mächtigen, um Versöhnung für die Zerstrittenen, um Frieden, um Hoffnung. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Das Licht Christi zeigt uns den Weg zu Gott. Lasst uns in seinem Licht Gott bitten, für die weltweite Kirche, für unsere Gemeinde, für alle, die uns im Glauben vorangingen, für alle, die zu uns gehören, für uns selbst. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.